Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Die Politik befördert ja den Ausbau der Elektromobilität, der elektrischen Wärmepumpen, der Batteriespeicher, also alles, was mit Strom zu tun hat. Das ist bekannt. Bekannt ist aber auch, dass es dabei Probleme gibt, vor allen Dingen in den Stromnetzen, die dafür einfach noch nicht ausgerüstet sind, und der Ausbau, der geht sehr zäh voran, aus verschiedenen Gründen, Einsprüche, technische Probleme und alles, was eben dazu führt, dass es dabei hakt. Nicht oder vielen zumindest nicht bekannt ist, dass im Energiewirtschaftsgesetz ein Paragraph eingeführt wurde, mit dem es den Netzbetreibern erlaubt wird, Verbraucher zeitweise abzuschalten. Und das hat zu heller Aufregung geführt. Bei den E-Autobauern beispielsweise, bei den Herstellern dieser elektrischen Wärmepumpen und bei allen Anbietern, die eben mit diesem Markt zu tun haben, weil sie einen weiteren Akzeptanzverlust befürchten, was diese Technologien und damit die Umstellung auf die erneuerbaren Energien bedingt. Und das hat dazu geführt, dass einige der größten Player in diesem Markt, beispielsweise Tesla oder Viessmann, einer der ganz großen Hersteller der elektrischen Wärmepumpen, einen Beschwerdebrief verfasst haben an die Netzagentur. Denn die Netzagentur wurde damit beauftragt, eine Regelung auszuarbeiten, dass diese möglichen Netzeinschränkungen der Stromversorgung für die Verbraucher so schonend wie möglich umgesetzt werden. Und diese großen Player, eben Tesla, Viessmann, haben in diesem Beschwerdeschreiben an die Netzagentur ihre Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass die Verbraucher weiter verunsichert werden. Und sie haben konkret geschrieben, eine Stromrationierung könne mancherorts für eine längere Zeit zum Normalzustand werden. Zu befürchten sei eine ganzjährige und dauerhafte Reduzierung der Stromversorgung, bis die zu schwachen Netze endlich aufgerüstet werden. Und das kann noch dauern. Festzuhalten bleibt, das Ziel, das politische Ziel der Umstellung auf immer mehr Elektrifizierung und Energiebetrieb mit Strom hakt noch an einigen Ecken und Enden, und da gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir Ihre Meinung in den Kommentar. Intel hat schlechte Zahlen abgeliefert. Hohe Verluste und sinkende Umsätze prägen das derzeitige Geschäft. Der Vorstandschef Pat Gelsinger hat angekündigt, dass die milliardenschweren Investitionen in neue Werke, wie beispielsweise in Magdeburg, das ging ja letztes Jahr durch die Presse, damit wieder in Frage stünden bzw. verzögert werden könnten. Die Erlöse sind um ein Drittel im abgelaufenen Quartal auf 14 Milliarden richtiggehend abgestürzt. Und unterm Strich stand sogar ein Verlust von 700 Millionen Dollar. Eine Trendwende ist nach seiner Meinung vorerst nicht in Sicht. Am unteren Prognose wird der Umsatz im laufenden Quartal mit 10,5 Milliarden Dollar so niedrig ausfallen wie seit mehr als 10 Jahren nicht. Hauptgrund? Intel leidet unter dem Einbruch auf dem PC-Markt. Prozessoren für Bürocomputer, für Laptops sind das wichtigste Geschäft dieses amerikanischen Unternehmens, und die leiden zurzeit unter einem deutlichen Absatzverlust. Jetzt sind die Zahlen endlich veröffentlicht zum Q4. Deutschland ist im letzten Quartal des vergangenen Jahres die Luft ausgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt ist um 0,2% gefallen. Damit wird
zumindest eine technische Rezession immer wahrscheinlicher, denn allen Prognosen oder den meisten Prognosen zufolge wird auch das erste Quartal schwierig. Es wird mit einem Rückgang um 0,5% gerechnet. Und damit ist die Voraussetzung für eine technische Rezession erfüllt, nämlich zwei Quartale mit Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Folge. Das wäre damit gewährleistet. Der Grund? Die Verbraucher sind zurückhaltend wegen der hohen Preise. Und das hat sich im vierten Quartal letzten Jahres deutlich bemerkbar gemacht. Für das Gesamtjahr 2023 sind aber die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute wieder deutlich positiver. Da wird im Konsens ein leichtes Wachstum erwartet, keine Rezession. Ein weiterer großer Schlag für die Immobilienmärkte. Deutschlands größter Vermieter Vonovia zieht die Reißleine. Vonovia stoppt wegen der steigenden Zinsen und der höheren Baukosten alle in 2023 geplanten Neubauprojekte. Das ist eine heftige Aussage. Begründung: eben diese hohen Kosten machen die Mieten nicht mehr kostendeckend. Die Mieten müssten so weit angehoben werden, dass es unrealistisch ist. So hohe Mieten sind maximal in Zentren der Großstädte möglich, aber nicht an der breiten Fläche und an anderen Standorten. Die Inflation im Euroraum ist im Januar weiter deutlich gesunken. Eine positive Nachricht auf mittlerweile 8,5%. Davor noch um 9,3%. Das ist ein positives Signal, vor allen Dingen auch für die Europäische Zentralbank. Sie gewinnt damit weiter an Freiraum, was die neuen zusätzlichen Zinserhöhungen im Lauf des Jahres betrifft. Uniper, das größte Gashandelsunternehmen Deutschlands, ein Big Player in Europa, hat verkündet, dass die Verluste, die erwartet wurden, doch nicht so hoch ausfallen werden. Uniper hatte das Riesenproblem, seitdem wir von Russland kein Gas mehr beziehen, dass es teuer am Spotmarkt, also an der Börse, zu aktuellen Tagespreisen einkaufen muss und die Abnehmer trotzdem zu dem vor längerer Zeit vereinbarten deutlich niedrigeren Preis beliefern muss. Und das führt zu enorm hohen Verlusten. Da wurden eben gigantische Verluste vorhergesehen und das hat dazu geführt, dass der Staat das Unternehmen mittlerweile fast komplett übernommen hat. Und jetzt eben diese positive Nachricht, weil zum einen die Gaspreise wieder deutlicher gefallen sind, zum anderen der milde Winter zu einem niedrigeren Verbrauch beigetragen hat und auch das Sparverhalten der Verbraucher mit dazu unterstützt hat, dass Uniper nicht mehr so große Mengen wie ursprünglich befürchtet am Spotmarkt zu enorm hohen Preisen einkaufen muss. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen ein weiteres Mal um 0,5% auf jetzt 3% erhöht. Der Einlagezins, den Banken erhalten bei der EZB, steigt von 2 auf 2,5%. Und außerdem gab die EZB bekannt, dass auch im März nochmal eine Zinserhöhung um 0,5% folgen wird. Zuvor hat die amerikanische Notenbank Fed ihren Leitzins um 0,25% nur noch erhöht. Sie ist der EZB ja deutlich voraus, das Zinsniveau in Amerika ist ja schon deutlich höher. Und jetzt wird eben die Fed vorsichtiger. Dagegen hat die Bank of England genauso wie die EZB um 0,5% erhöht, aber gleichzeitig angekündigt, dass es die letzte große Erhöhung sein wird. Der Zinserhöhungszyklus neigt sich damit in London dem Ende entgegen. Deutschlands Exporte sind überraschenderweise 2022 auf einen neuen Rekord gestiegen.
Es wurde ja immer geungt, dass durch diese Problematik mit der Ukraine Lieferverzögerungen, internationale Streitigkeiten, dass der Export immer schwieriger wird. Und jetzt diese positive Nachricht, ein neuer Rekord. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass Preise mit enthalten sind, also die Preiserhöhungen infolge der höheren Inflation. Und das macht sich natürlich deutlich bemerkbar. Ohne diese Preiserhöhungen wäre es zu keinem neuen Rekord gekommen. Da wären die Exporte zurückgegangen. Wie hoch allerdings dieser Effekt ist, das ist nicht bekannt, weil das Statistische Bundesamt traditionell keine preisbereinigten Zahlen veröffentlicht. Das war's von mir von dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare und schreiben Sie mir auch Ihre Meinung zu den Punkten in die Kommentare, die ich angesprochen habe. Ich freue mich wie immer, wenn Sie mein Video liken, weiterverteilen und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Bis zur neuen Woche. Machen Sie es gut.